Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir wieder einen Zuschauerwunsch, aber peinlich. Ich habe mir nicht den Namen aufgeschrieben, wer sich das von euch gewünscht hat. Tut mir leid, wer auch immer das war. Es ist Mortal Kombat 4 für den Game Boy Color dran. Ja, ich habe das Spiel noch nicht gekannt. Der Game Boy Color ist ja so ein bisschen noch unerforschtes Gebiet für mich, aber wenn ich das hier sehe. Na, andere Richtung. Da. Eieieiei. Das wird, glaube ich, fies. Aber genug der Vorrede, lasst uns kurz mal reinschauen. Ja, Mortal Kombat auf den Game Boy habe ich ja schon mal gespielt. Das war ja eher so, naja, nicht so gut. Ja, neun Spiele hat man. Oh, ich habe eigentlich nichts gedrückt, dass ich die auswählen möchte. Aber hey, probieren wir einfach mal. Wir haben drei verschiedene Fähigkeitsgrade. Ey, guckt euch doch mal die. Ich habe wieder nichts gedrückt. Bin ich jetzt auf Master gelandet? Uff. Guckt euch mal die Farben an. Ach du Scheiße. Wie machen wir die Kämpferin? Gelb. Und wie noch? Dunkler Gelb. Ey. Ich hab gewonnen. Sehr cool. Oh, die Sonne kommt gerade durch, obwohl es draußen regnet. Hey, aber gut. Okay, die Steuerung. B schlagen, das andere treten, A. Und ihr seht es wahrscheinlich schon selber, ist natürlich durch die Animation und so weiter sehr, ich sag mal, langsam und träge. Und so fühlt sich das Gameplay auch an. Und diese Musik, ey. Haben die die irgendwie auf letzter Sekunde gemacht? Nochmal auf den Fatality hinkriege? Ja, natürlich nicht. Ey, hier, Heinz oder wie sie auch immer hießen. Mach mal Musik. Oh, aber in einer Woche kommt doch das Spiel raus. Ja, mach mal was, okay. Aber ich bin müde, ne? Ja, ist egal, mach mal. Dann ist er wahrscheinlich auf dem Keyboard. Hat er so eine Taste gedrückt. Und ist eingeschlafen. Nüt. So klingt das. Oh! Sie hat lila und Ockergelb ist das, glaube ich. Ne, das Dunkle. Ich bin nicht so der Farbexperte, aber kann sein. Das ist echt so geil, ey. Drei Farben. Schwarz, Ockergelb und Gelb. Und der zweite Gegner ist jetzt schon wieder echt super krass. Obwohl der erste ja nicht so das Problem war. Hm. Guckt euch mal, wie dieses verpixelte Mortal Kombat Logo da im Hintergrund ist. Eieieiei, also als ich noch mit meinem 386er PC, also Anfang der 90er unterwegs war, mit Windows 3.1, macht das gar nichts? Macht kein Fatality? Und man hatte da irgendwie so Bilder, die sahen ungefähr genauso gut aus. Mit irgendwie, glaub, was ist das, 16 Farben oder sowas? Also das hätte man auch wirklich mit der Farbgebung sowas klüger hinkriegen können. Auch hier, dass das nicht ganz so grob gepixelt aussieht. Aber ich würde sagen, ich starte noch mal eine Runde. Mit irgendeinem Kämpfer hier, Sub-Zero ist das, glaube ich. Und wir machen hier mal Novice. Das entspricht eher meinen Fähigkeiten in solchen Prügelspielen auf jeden Fall. Ja, ja, komm. Hey, da haben sie immerhin auch wieder drei Farben springen lassen. Also das scheint so eher das Standard zu sein. Okay, Novice heißt, er steht jetzt komplett blöd da und macht gar nichts quasi, oder? Was war denn das für eine Hitbox? Habt ihr noch voll in die Fresse getreten? Aber am Anfang hat das irgendwie nichts gebracht. Habt ihr das gesehen? Keine Ahnung. Ich versuche mal irgendwelche Special Move zu machen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt Mortal Kombat mäßig nicht so geschult bin, was da die Kombinationen sind. Zack, zack. Cool, der macht gar nichts. Kann ich jetzt verstehen bleiben? Ah doch. Guckt euch das mal an. Das ist Novice. Novice heißt, er macht eine Attacke alle 5 Sekunden oder irgend sowas.
Das ist natürlich schon wieder zu einfach, ja? So schlecht bin ich jetzt auch nicht. Zack, 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 zack. Voll primitiv. Ah, also ich weiß nicht. Das ist ein ganz, ganz, ganz billiger, liebloser Port. Das hätte man auf jeden Fall wesentlich besser hinkriegen können. Wenn ich sowas wie Street Fighter, ich weiß, manche haben da eine andere Meinung, aber sowas wie Street Fighter auf dem Game Boy sehe, was sich wesentlich fluffiger spielt. Also das System ist nicht für dieses Genre da gemacht worden, ne? Aber das geht besser. Ah, die zwei Töne gelb, die Tanja. Ich muss mir mal Bilder ansehen, wie die quasi in wirklich aussehen sollte. Mal gucken, ob ich da was finde. Das kann ich hier jetzt ja mal kurz einblenden. Irgendwie, ich glaube, so vom Gameplay verpasst er gerade eh nichts. Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie so nach nichts an. Es ist irgendwie voll lieblos umgesetzt und wirklich diese Grafik, guckt euch mal diese Grafik an. Guckt euch doch alleine mal diesen Boden an. Zwei lila Töne plus hier und da mal ein weißer Punkt. Hm. Aber immerhin sind die Sprachsamples teilweise etwas verständlich. Also Fight kann man eventuell raushören, wenn man weiß, was es heißen soll. Okay, also Novice ist jetzt mal so gar keine Herausforderung irgendwie und ich bin ja wirklich ein Noob, ne? Mal gucken. Bin ich hier so. Ja! Okay. Hoch und Tritt treten, drücken zählt anscheinend nicht. Hm. So macht das echt keinen Spaß irgendwie. Wie sieht er denn aus? Wieder nur so drei Farben. Dann frage ich mich ja, was die Tanja getan hat, dass sie nur zwei Farben abbekommen hat. Obwohl die Haare waren ja auch schwarz, ne? Eieiei. Aber das hätte man doch irgendwie besser gestalten können. Also kannst du mir sagen, was du willst. Ich weiß, der Game Boy Color kann natürlich nur eine bestimmte Farbanzahl gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen. Aber das hätte man doch irgendwie besser machen können. Irgendwie, ehrlich jetzt. Was hat denn das so Ding-Ding gemacht? Hm. Zack. Der Kanji. Keine Ahnung. Mortal Kombat Universum kenne ich mich echt so gar nicht aus. Guck hier, ich hab dir doch da gerade voll in die Fresse getreten. Guck hier, ja, wo das ist. Mal gucken, die Hitboxen. Aber die Hitboxen scheinen auch nicht immer zu stimmen. Ach, das sollte Musik sein, dieses Tiet, Tiet. Da ist der Heinz wahrscheinlich wieder aufgewacht, denn so kurz nach dem Drücken, irgendwann so, oh, Melodie. Diet, diet. Hammer. Hammer. Und ich bin zu doof für Fatalities. Seht's mir nach, ich habe jetzt mich nie vorbereitet und irgendwelche Kombinationen auswendig gelernt. Und ich glaube, Gott, ey, die lila Hölle wieder, ey. Guckt euch das doch mal an, denn im Boden und dann da oben noch, vor allem ist das so ein ganz komischer lila Ton und die mit dem Blauton da drauf, ey, das sieht aus wie Kotze. Und vor allem, guckt euch mal die Lebensbalken oben an. Ja, da, die Lebensbalken, da, boah, Panda und die Richtung. Ich muss nach da zeigen, so. Hätten die nicht ein etwas gedeckteres Grün nehmen können? Muss das hier so ein grelles sein? Oh, boah, die Musik! Die! Das ist wirklich der Heinz, der... Es klingt so grausam. Vor allem auch irgendwie... Die Geschwindigkeit der Musik. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie stört die mich. Ich habe nichts gegen schnelle Musik, um Gottes Willen, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Es klingt wie ein Störgeräusch. Ich weiß nicht. Zack. Zack. Wie gesagt, auf Novice ist es leider keine Herausforderung. Deswegen von der spielerischen Qualität her... Die anderen werden wahrscheinlich dann irgendwie schlimmer werden oder so. Keine Ahnung. Echt. Aber, boah, ist das schlecht. Okay, den letzten Kampf machen wir noch, weil ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Egal, was, ob das jetzt noch eine Herausforderung bietet oder nicht. Oh! Der hat mal ein bisschen mehr Schwarz bekommen. Da sieht man, dass das der Boss ist. Die Schwertzeit ist so bossiger, glaube ich, oder? Kann das sein? Und hier sieht der Boden mal nicht nach Kotze aus.
wunderbar. Aber Spaß macht's trotzdem nicht. Ey, das ist wirklich ein ganz, ganz billiges Cash-Grab. Guckt euch mal dieses Lilane da im Hintergrund an. Ich glaube, das sollte das Mortal Kombat-Logo sein, ne? Aber das ist so fies gemacht. Also hätten sie mal einen talentierten Grafiker da rangesetzt, dann hätte der da auch was rausgeholt. Ey, Novis, damit wehren sie sich ja wirklich so gar nicht. Das macht ihnen ja auch keinen Spaß irgendwie, ne? Jo. Also, wer von euch das sich auch immer empfohlen hat, die richtige Wahl. Gute Entscheidung. Das Spiel ist echt größter Müll. Und guckt euch mal diese Pixelkotze an. Ha! Gebt euch doch mal Mühe! Falls ihr auch Wünsche habt, 8 oder 16 mit, einfach in die Kommentare rein. Ich habe da eine schöne Liste, da schreibe ich alles drauf und arbeite das so nach und nach ab. Vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, ihr fantastischen Leute. Macht bitte einen weiten Bogen um das Spiel. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.